Donnerstag, der 25. August. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten. Nach dem Tod des ehemaligen Bundespräsidenten und Berliner Ehrenbürger Walter Scheel liegt ab Freitag im Berliner Rathaus ein Kondolenzbuch zu Ehren des einstigen FDP-Politikers aus. Der regierende Bürgermeister Michael Müller und Parlamentspräsident Ralf Wieland werden sich am Freitag eintragen, wie die Senatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Anschließend können die Berliner kondolieren. Scheel war Ehrenbürger der Stadt Berlin. Er starb am Mittwoch im Alter von 97 Jahren. Die IFA setzt in diesem Jahr auf ein gutes Konsumklima in Deutschland. Die Ex-Spar-Weltmeister gehen shoppen, sagte Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratschef des Branchenverbandes GFU, am Donnerstag in Berlin. Der Brexit habe zwar einige negative Auswirkungen auf das ökonomische Umfeld gehabt, aber das Konsumklima sei stabil geblieben. Erstmals seit Jahren gäbe es auch wieder eine steigende Anschaffungsbereitschaft bei TV-Geräten. Die Branche der Unterhaltungselektronik hatte das erste Halbjahr mit einem leichten Minus von 2,3% abgeschlossen, sich im Vergleich zum Vorjahr damit jedoch deutlich verbessert. Besonders kräftig legte das Geschäft im zweiten Quartal zu. Traditionell erwartet die Branche von der IFA als wichtigste Ordermesse wieder kräftige Impulse für das Weihnachtsgeschäft. Die Messe ist seit Wochen komplett ausgebucht. TV Berlin berichtet übrigens wieder ab dem 2. September täglich im Rahmen einer Sondersendung von der IFA 2016. Nach jahrelanger Diskussion ist die Entscheidung gefallen. Der neue U-Bahnhof der verlängerten Linie U5 vor dem Berliner Rathaus in Mitte soll Rotes Rathaus heißen. Das sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Donnerstag der Deutschen Presseagentur. Der Entscheidung war eine lange Debatte vorangegangen, ob die Station nun Berliner Rathaus heißen oder den im Volksmund gebräuchlichen Namen Rotes Rathaus tragen soll. Mittlerweile hätten sowohl das Abgeordnetenhaus als auch die Bezirksversammlung Mitte, die BVG und die Senatsverwaltung den Namen Rotes Rathaus zugestimmt, sagte Palgen. Formal handelt es sich dabei trotzdem noch um einen Arbeitstitel. Erst wenn der Bahnhof fertiggestellt ist, kann die BVG den Stationsnamen offiziell beantragen. Die beiden anderen neuen Haltestellen sollen Unter den Linden und Museumsinsel heißen. 2020 soll die Verlängerung fertig sein. Fernsehen bleibt mit Abstand die häufigste Freizeitbeschäftigung in Deutschland. Das ist ein gutes Ergebnis des Freizeitmonitors der Stiftung für Zukunftsfragen. Auch Radio hören, Telefonieren und die Nutzung des Internets stehen laut der am Donnerstag veröffentlichten Studie weit oben in der Gunst der 3000 repräsentativ befragten Bundesbürger ab 14 Jahren. Die Pflege sozialer Kontakte durch persönliche Begegnungen ist im 5-Jahres-Vergleich dagegen spürbar zurückgegangen. Wegen zunehmenden Stresses suchen viele Bundesbürger in ihrer Freizeit auch mal Erholung pur. 3/4 der Interviewten gaben an, einfach gern ihren Gedanken nachzuhängen und 2/3 schlafen am liebsten aus. Wegen der Bauarbeiten an einer Brücke wird die A13 Berlin-Dresden zwischen Radeburg und dem Dreieck Dresden-Nord in der Nacht zu Sonntag komplett gesperrt. Der Verkehr wird von Samstag 20 Uhr bis Sonntagmorgen 8 Uhr großräumig umgeleitet, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Dresden ankündigte. In dieser Zeit sollen Brückenteile eingehoben und montiert werden. Die Maßnahme ist Teil des Ausbaus der A13, der am Jahresende abgeschlossen sein soll. Ja, und mit der sommerlichen Hitze an diesem Wochenende steigt in Brandenburg auch die Waldbrandgefahr. In den kommenden Tagen werde in einigen Teilen des Landes die höchste Gefahrenstufe 5 erwartet. Bereits seit Mittwoch gelten ja im Südosten Brandenburgs in den Landkreisen Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz die Gefahrenstufen 4, in fast allen anderen Kreisen Gefahrenstufe 3. Hauptgrund sei der ausgetrocknete Sandboden in vielen Wäldern, der ohnehin nur wenig Feuchtigkeit spenden kann. Die Förster warnen, dass auch der kleinste Funke eine Katastrophe auslösen könne. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. In der Nacht ist der Himmel nur leicht bewölkt, das Quecksilber sinkt auf 24 Grad. Der Freitag zeigt sich in bestem Sommergewand, 30 Grad, wenig Wolken und jede Menge Sonnenschein. Und der Blick auf die kommenden Tage? Es bleibt freundlich, aber wird kühler.
Aber keine Sorge, das Wochenende bleibt sommerlich warm und die Werte fallen erst zu Beginn der neuen Arbeitswoche auf Werte um die 25 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.